Ja, die kleine Spielform auf 5 kleinen Toren muss man eigentlich immer wieder korrigieren. Wobei, wenn man zu viel korrigiert, macht es den Jungs irgendwann keinen Spaß. Es ist keine Richtung, man hat keine Tore links und rechts, eine Orientierung im Raum. Vieles zieht sich zusammen und auch da braucht man ein wenig Geduld. Am Ende konnte man sehen, die Jungs, die ein wenig ballsicherer waren, haben es ein bisschen schneller verstanden, die Seite zu verlagern, eine Richtungsänderung, die wir vorher trainiert haben, durchzuführen, um wieder ein bisschen mehr Raum zu haben. Aber es ist trotzdem eine gute Form und man erkennt, welcher Spieler unter Druck, unter Raumdruck schon etwas besser sich orientieren kann. Insofern Geduld haben, aber trotzdem eine gute Spielform, vor allen Dingen für Mittelfeldspieler, für zentrale Leute, gerade so Sechser, die von links und rechts immer wieder Druck bekommen. Und da sollte man auch früh mit anfangen.